Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Star Stable in Wildwoods. Und wir haben heute natürlich wieder ein bisschen Ruf zu machen, denn wir können ja hier einige Sachen mit der Zeit freischalten und die sind ja durch Rufsachen blockiert. Deswegen machen wir heute mal wieder ein bisschen unsere Ranger-Sachen. Und wir reden dabei so ein bisschen über das, was auch das Thema der heutigen Folge ist. Und das habt ihr ja wahrscheinlich alles schon längst im Titel gesehen. Deswegen habt ihr auf das Video geklickt. Und als erstes, wenn ihr euch dieses coole Haustier hier holen wollt, solltet ihr unbedingt die Fotosuche machen. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, habe ich dazu euch noch ein Video mit den Koordinaten und allem hochgeladen. Also solltet ihr unbedingt mitnehmen, ist ein wirklich süßes geschenktes Plüschtier für eure Satteltasche. Und genau darüber reden wir nämlich auch jetzt heute in der Folge. Während ich hier ein bisschen Wasser reinkippe und die Tiere versorge, sind nämlich einige Tiere in Wildwoods aufgetaucht. Unter anderem nämlich auch Schlangen, über die es nämlich auch noch gehen könnte. Denn wir hatten ja schon einmal die Schlangen beim Trailritt, beim Gruseligen. Da konntet ihr nämlich mit etwas Glück oder Pech, je nachdem, ob ihr Schlangen mögt oder nicht, konntet ihr nämlich auch Schlangen haben, die euch da verfolgen. Und die haben sich eigentlich recht normal bewegt. Also man hat ja mal gesehen, wenn so ein Tier sich so ein bisschen komisch rutschend bewegt, dann ist das im Normalfall nicht als Haustier geplant. Aber wenn das Tier sich so ein recht normal bewegt, mit ganz normalen Animationen auch, dann ist die Alter, was kommt jetzt für ein LKW bei mir vorbeigefahren? Dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so unwahrscheinlich, nämlich, dass das Ganze auch als ein Haustier reinkommt. Und wir gucken mal, was gab das hier eigentlich? Jeweils immer 30 Schillinge. Und dann auch noch Ruf bei den Redwood Rangers. Aber was haben wir nämlich noch für Tiere hier? Wir haben hier die Schlangen, wir haben Spinnen hier, aber Spinnen haben wir ja alles schon. Und dann gibt es nämlich hier noch etwas weiteres, was ich so ein bisschen beim Suchen dieser Plüschtiere entdeckt habe. Und hier gibt es auch jede Menge solche kleinen Fuchs-Spots. Und hier haben wir erstens nämlich auch nochmal so diese... Das hier übrigens ist der Werbe-ein-Freund-Frosch. Aber für denjenigen, der geworben wurde, also könnte man vermuten, dass vielleicht auch bald mal wieder Frösche reinkommen. Aber Füchse gibt es hier auch ohne Ende, Eichhörnchen. Und das ist aber nicht das, worüber wir direkt eigentlich heute, worauf wir unser Augenmerk legen. Denn hier an diesen Spots, da seht ihr nämlich Häschen. Und zwar keine normalen Häschen, sondern ihr seht hier Widderkaninchen. Das sind übrigens Kaninchen, warum heißen die so? Weil sie die Ohren so nach unten haben. Also ihr habt im Endeffekt hier ganz normale Häschen. Hier übrigens bei dem Baumstumpf habt ihr sie andauernd am Wegrennen, wenn ihr da vorbeireitet. Und wenn ihr mal ein bisschen genauer drauf eingehen wollt, dann könnt ihr nämlich hier an diesen Spot gehen und da habt ihr nämlich so mal die ganzen Animationen im Close-Up, nämlich denn da seht ihr die ganzen auch nochmal so ein bisschen unter dem Baumstamm versteckt. Also das ist bei hier bei Jorbeck bei 385, 252 ungefähr. Da habt ihr nämlich genau die Häschen versteckt. Und da habe ich auch das Bild nämlich vorhin gemacht. Und diese Häschen haben schon mehr Animationen. Die haben ganz coole Bewegungsanimationen. Und diese Häschen zeigen eigentlich von allem her so, dass sie schon weiter verarbeitet sind als die anderen Tiere. Also damit vermute ich nämlich auch, dass das so einer der Gründe sein könnte, warum diese Häschen dann nämlich, mein Gott, hier regnet das jedes Mal. Deswegen vermute ich nämlich auch, dass diese Tiere auch nämlich neue Haustiere werden könnten. Und werden wir uns hier noch ein bisschen den Ruf steigern, damit wir nämlich hier die coolen Ranger-Ausrüstungen kaufen können. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare reinschreiben, ob ihr vermutet, dass da auch schon neue Tiere reinkommen. Habt ihr diese ganzen Tiere eigentlich schon gesehen? Also die Schlangen, die Häschen, die Füchse, also die ganzen Tiere, die es hier eigentlich noch so gibt. Oder ist das für euch völlig neu? Also
Es klingelt immer noch. What? Bleibt das die ganze Zeit am Regnen, wenn man... Okay, ich dachte gerade, das regnet die ganze Zeit. Nee, okay, hier hört es dann auf. Ich dachte mal, wenn man das Rennen noch nicht abgibt, ob das dann die ganze Zeit regnet. Das wäre ja super lustig. Und dann steigern wir nämlich noch ein bisschen den Ruf von Redwood Point. Wenn ihr euch fragt übrigens, wofür man das macht, also zwei Sachen sind da sehr wahrscheinlich. Das erste ist, dass wir ja hier auch noch unser zweites Rennen irgendwann bekommen. Weil es wurden ja schon mehrere Rennen angekündigt. Ihr seht ja auch hier, dass wir da noch einen Rufblocker drin haben. Wir sind jetzt schon auf dem Rufniveau freundlich. Reicht aber noch nicht, um da die nächste Rufblockstufe rauszuholen. Aber wir können ja mal gucken. Hier brauchen wir neutral für die Hose. Die finde ich übrigens ganz nice, aber die passt nicht so ganz. Dann eher die hier, aber die finde ich fast schon wieder zu braun. Weil ich habe das Problem, wenn meine Schuhe braun sind. Nee, ja. Die Stiefel sind ganz cool eigentlich. Okay, hier brauchen wir jeweils höher. Ich finde das beliebt. Jeweils brauchen wir hier. Ja, okay. Das T-Shirt, diese Weste hier finde ich eigentlich ganz cool. Das Ranger-Shirt. Generell gibt es hier eigentlich wirklich sehr, sehr coole Ausrüstung. Ich will noch mal überlegen, ob ich mir hier nicht mal noch eine Satteltasche hole. Bei Yusuf. Weil die ist auch echt preiswert. Ich überlege ja wirklich noch, ich glaube, wenn, dann würde ich mir eine Hose holen, würde ich mir diese hier holen. Ich glaube, die passt noch am besten. Ja, 9000. Dann spare ich mal auf die 9000 bei Yusuf. Und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr das Ganze? Habt ihr diese Tiere eben schon gesehen? Während hier jemand aus dem See guckt. Okay, das ist kein wirklicher See, aber ich bin gespannt und ich denke mal auch, dass wir ab der nächsten Stufe dann hier dann das Rennen freischalten und dann dürfte theoretisch hier nämlich auch noch das dritte Rennen reinkommen, denn das Orientierungsrennen, es sind ja drei Rennen in der Datenbank drin, die hatten wir uns ja alle schon angeschaut. Eines Mal dieses Springrennen eben, dann ein normales Rennen und danach dann eben auch das Orientierungsrennen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.